Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Part 9. Und jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Ja. Weiter. So. Daten lädt. Erledigt. Lego. In der Winkelgasse bekam Harry die Florfliegen für den Vielsafttrank. In der Apotheke konnte er einige Wichtel aus Cornwall bekämpfen und bekam dafür Blutegel. Harry und Hagrid kehrten nach Hogwarts zurück. Okay, da haben wir es auch schon, was ich brauchen will. So. Okay. Jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben, in der Winkelgasse. Und von da aus kehren wir jetzt wieder nach Hogwarts zurück, wie schon gesagt. Können so. Oder auch so. Kann mit beiden hier spielen. Kann hier so mit beiden spielen, das ist gut. So oder so. Das ist genauso wie hier. Wenn du alles hast, sollten wir zurück nach Hogwarts. Okay, machen wir auch. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ja. So, jetzt auf, zurück. Ach, das ging jetzt aber schnell. In Zug und wieder durch Hogwarts. Sehr gut, ihr habt alle notwendigen Zutaten besorgt. Perfekt. Und? Hast du gemahlenes Horn eines Zweihorns bekommen? Hm. Ja, aber ich musste letzte Nacht in Snapes Büro einbrechen. Also ich würde mich nicht trauen, nachts in Snapes Büro rumzuschleichen. Hier okay. Hast du Flussgras und Knöterich. Und hier Baumschlangenhaut, Florfliegen und Blutegel. Wie lange braucht der Vielsafttrank? Leider brauchen wir noch ein paar Extras. Etwas von Krabby und Goyle. Ich habe mir bereits ein Haar von Millicent Bulstrode besorgt. Du willst doch nicht sagen, dass wir uns in Krabby, Goyle und Millicent Bulstrode verwandeln, oder? Naja, vor allem in Krabby und Goyle. Sie sind schließlich die einzigen, denen Malfoy vertraut. Er würde ihnen alles sagen. Klar. Ihr wollt doch auch herausfinden, ob Malfoy der Erbe Slytherins ist. Natürlich, aber ich hoffe nur, dass die Wirkung des Vielsafttranks nicht zu schnell nachlässt. Das wird sie nicht. Ron, am besten versuchst du nach dem Mittagessen ein Haar von Krabby und Goyle zu besorgen. Sie legen sich immer etwas hin, wenn sie vollgefressen sind. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Los, komm, Ron. Lassen wir Hermine in Ruhe den Trank zubereiten. Genau. Aber bevor wir jetzt das machen, können wir ja vielleicht nochmal das andere ausprobieren und nochmal ein paar Geheimnisse, was hier sind. Machen. Das ist ein Mädchenklo! Ja. Du bist kein Mädchen! Verschwinde! Doch, ich bin ein Mädchen! Mein Leben war schon elend, während ich hier lebte. Und jetzt machen mir die Leute auch noch den Tod schwer. So, wirklich? Ach doch, ich bin ein Mädchen. Schau mich doch mal an, du. Nur weil ich was zwischen den Beinen hängen hab. Was? War ein Witz. Okay, let go. Lustiger. Was ist denn Kirschi? Parani. Kann man jetzt noch den Tamiya-Kassin hören? Tamiya, nein. Oh, hier schon. Tami. Ja. Entschuldigung, dass ich da reingekommen bin, oder was? Ich weiß ja nicht mehr. Das reicht so, oder so, oder so. Ja. Ja, das ist genau wie hier. Passt, und ich kann auch so. Oder auch so hier. Hogwarts ist wie ein Labyrinth. Am besten folgst du dem Teppich, wenn du zurück zum Gemeinschaftsraum möchtest. Gehe wohl besser und versuche Haare von Krabby und Goyle zu finden. Ja, mach mal das. Viel Glück. Wir sehen uns später im Gemeinschaftsraum. Klar. Cool, dann kann ich jetzt weitermachen mit dem anderen, was ich da machen wollte. Und dann versuchen, das jetzt zu hinkriegen. Ob wir das hinbekommen. So. Dann werde ich mir jetzt mal das Geheimnis vorknüpfen und mir schnell die anderen Bildkarten noch holen.
Ich habe gedacht, ich versuche, dass ich zu 100% es schaffe. Versprechen kann ich es nicht, aber ich probiere es. Du kriegst die Tür nicht zu. So kann ich das auch. Ich so. Okay. Ribendo! Ah, der kann ich noch nicht. Ribendo! Ribendo! So gehe ich aber hin und tue mir noch ein paar Hauspunkte sammeln. Ribendo! Ich mache das auch erstens außerdem auch deswegen, um mir noch ein paar Hauspunkte zu sammeln, dass ich noch mehrere Hauspunkte bekomme als wie die anderen. Das ist die gleiche wie hier und so. Also, dann ist es egal, ob ich jetzt so oder so mache. Kommt aufs Gleiche raus, aber mir egal. Ich kann auch hier mit Steuerkreuz, genauso wie mit Ding jetzt Anlagungsstick auf einmal. Aber ich mache mit Anlagungsstick. Ich kann auch mit Steuerkreuz machen, klar, aber ich mache mit Anlagungsstick so. Okay. Okay. Leg dich hin. So. Und ich brauche eigentlich ein neues Leben hier, verdammt. Hey. Wie, was? Was ist los? Baumgewitter ist hier draußen irgendwo. Wie? Draußen ist doch der reinste Tag, Alter. So. Und so. Und dann los geht's. Da warum? Ja, ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um und mache ein paar Geheimnisse noch, bevor ich dann den Vielsafttrank hier Sachen da hole, was da gibt. So. Ist einfach das Gleiche. Perfekt. Adalbert Schwafel. Also. Die habe ich jetzt schon mal. 16. Perfekt. Dann. Dann habe ich das Geheimnis schon mal. Oh, Piefs, hau ab. Du nervst mich gerade, du Zigeuner. Endlich gespeichert. Mal gucken, wie viel Parts ich damit raushauen kann. Ob ich da mehrere Parts raushauen kann als gedacht. Aber ich werde sowieso ein bisschen länger aufnehmen heute. Sehr viel länger. Weil morgen kann ich auch aufnehmen, werde ich auch. Weil ich jetzt ein paar wieder weiter aufnehmen, dann haben wir es eigentlich. Okay. Oh, da müsste es eigentlich gleich da losgehen. Okay. Okay. Hier ist nichts. Dann gehe ich mal da durch. Gleich müsste diese Hater-Stimme kommen wieder. Oh, das möchte ich zerreißen und so ein Scheiß. Was ist denn jetzt los? Dann gehen wir mal kurz da rein. Gucken, was wir hier haben. Okay. Interessant. Renne ich gleich hier weiter? Hä? Hey. Okay, das bringt mir hier gar nichts, aber hier gibt es ein Geheimnis. Perfekt. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn es hier ein Geheimnis gibt. Das ist bei jedem Geheimnis speichern natürlich. Muss. Was denkst du, wenn was passiert? Aber sag nicht, dass ich bei dem Geheimnis dann wieder diesen verdammten Zauber dafür brauche. Ah ne, anscheinend nicht. Nee. Das ist geil. So. Perfekt.
Dann gehen wir mal da hoch. Komm schon, Harry. Steig hoch, mein Freund. Perfekt. Rüber. Okay. Das heißt, ich muss dann dort unten rein erstmal. Deswegen, ich bin erstmal hier oben lang gegangen, weil irgendwas ganz anderes, aber ich muss durch die Tür treten, weil das muss ich aktivieren, das Teil. Und ich mache das außerdem auch in dem Sinn deswegen, wegen den Dings, Hauspunkte. Dass ich noch ein paar Hauspunkte mehr sammeln kann. So. Ach, jawohl. Da ist alles möglich. Ist ja Hogwarts. Und wir sind ja Harry Potter. Ach. Fall bloß nicht runter, mein Freund. Okay. Und dann durch die Tür. Dann haben wir hier gleich die nächste Bildkarte. Perfekt. Ja, auf, Harry, geh hoch. So. Mal gucken. Hep. Wingardium Leviosa. Genau. So. Bingo. Und? Danke. So. Cassandra Wablatschki. Damit die nächste Bildkarte. Perfekt. So, und jetzt raus hier. Da machst du was mit. Junge, Junge. Ja. Nein, wir machen jetzt erstmal eine Erkundungstour durch Hogwarts. Wir machen das andere, diese... Irgendwas, was wir zu machen haben, schon noch. Keine Angst, aber... Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Okay. Okay. Ah. Hey. Ich bin damit was, Homie. Was geht hier ab? Lasst mich rein. Ich habe keine Lust mehr. Holt mich da raus. Okay. Hier gibt es ein neues Geheimnis. Mal gespannt. Das bekloppte Ding für das ist ja für gar nichts, Alter. Was sind das nur für ein paar Bohnen oder was? Oh Gott. Aber nicht nur für Verbohnen, sondern auch für Hauspunkte. Halte ich bloß für Harry. Jetzt aber. Und ab geht die Post hier rüber. Dann. Nein! Du sollst nicht an die Wand hüpfen, mein Freund. Jawohl. In die Kommentare, wie schon gesagt, wegen den Bohnen. Ja, komm, klar hoch. Ja, toll. Aber egal. Super.
Bloß nicht verrecken, Harry. Sei bloß vorsichtig. Und tja, jetzt freue ich schon wieder ein neues Leben, Alter. Was ist das? Hier hinten gibt es noch ein Geheimnis. Ich glaube, hier gibt es insgesamt noch zwei Geheimnisse, glaube ich, wie ich es weiß. Nehme ich die mir gleich noch mit. Okay. Lebendo! Okay. Perfekt. Ja, komm. So. Lebendo! Und nochmal ein. Lebendo! Perfekt. Neue Hauspunkte. So. Och, Mann! So was selten dämliches, ey, Harry. Ey. Das ist nicht dein scheiß Ernst, Harry, wirklich. Du hast so verkackte neue scheiß wenige Leben und dann passiert sowas, Alter. Nein. Unten. Aber Gott, deswegen finde ich es gut, dass es hier bei sowas speichert. Hier, Harry, komm. Bleib bloß drauf, ich sag's dir. So. Perfekt. Und jetzt hoch mit dir, komm. Alter, wirklich, ey. Alter, was machst du? Ey. Jetzt hier raus. Ah, okay, das ist hier oben und geil. Finde ich genial, dass es gleich hier ist. Und dann habe ich da hinten schon die 18er Bildkarte. Jocunda Sykes. Perfekt. Noch zwei Bildkarten, dann habe ich sie alle. Lass ich dann eigentlich die Slytherin. Ding machen kann. Hogwarts Flacke. Und zurück. So, mal gucken. Okay, die Zauber werden mir nicht angezeigt, wie viel ist wie beim anderen, aber egal. Okay. Ein. Meine Güte, ey. Na also. Gut. Dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr Weisheit wieder einschaltet. Gebt Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt mir in die Kommentare. Das wäre nämlich nett. Dankeschön. Also dann, bis gleich. Bis zum nächsten Part.